Konnichiwa und willkommen! Die Liebe der Japaner zum deutschen Worte reißt nicht ab und zieht sich unaufhörlich durch Nippons Videospiellandschaft. Ob es sich dabei um Charaktere mit deutschen Namen und Wurzeln handelt oder der Titel des Spiels an sich für heimische Ohren vertraut klingen mag, egal auf welche Art, es ist immer wieder amüsant, über diese kleinen sprachlichen Wortfetzen zu stolpern und sich über so manch fragwürdige Namenswahl zu wundern. Genau aus dem Grund wurden von mir wieder mal ein paar passende Vertreter zum Thema Deutsch in Nippon Games rausgekramt, die sich als perfekte Beispiele eignen, um aufzuzeigen, wie weit verbreitet die deutsche Sprache in japanischen Videospielen doch ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei, wenn Japan hingeht und wieder mal versucht, Deutsch zu sprechen. Am 30.12.1993 erschien für Pioneers Laser Active System, welches neben Laserdiscs auch Mega Drive sowie PC Engine Spiele abspielen konnte, ein Spiel namens Triad Stone, das am ehesten mit Dragon's Lair verglichen werden kann und sich derselben Spielmechanik bedient. Das schicke FMV Quicktime-Spielchen wurde ein Jahr darauf für Sega Saturn und das 3DO unter neuem Namen umgesetzt und hört dort bei beiden Systemen auf den Namen Strahl. Warum man sich gerade diesen Titel für die Konsolenumsetzung ausgesucht hat, kann ich euch nicht verraten. Lustig klingen tut er aber alle Male. Märchen-Adventure Cotton 100% zählt zu der Sorte Shoot'em-Ups, die auch gerne wegen ihres zuckersüßen Artstyles als sogenannte Cute'em-Ups bezeichnet werden. Der kunterbunte Horizontalshooter mit der kleinen rothaarigen Hexe kann als Sequel/Remake des in den Arcades und auf NEC's PC Engine veröffentlichtem Fantastic Night Dreams Cotton betrachtet werden und erschien neben der 94 veröffentlichten Super Famicom-Version 2003 erneut für die schon sehr in die Jahre gekommene erste PlayStation. Noch kurz bei der kleinsten Heimkonsole und statten Galaxy Fräulein Yuna in ihrem allerersten Videospiel einen Besuch ab. Das 92 als PC Engine CD-ROM 2 veröffentlichte Digital Novel markiert den Auftakt der langlebigen Yuna-Serie, die mit insgesamt 8 Spielen und 2 Anime-Serien bedacht wurde. Der original japanische Titel Ginga Oyusama Densetsu Yuna lässt sich sprichwörtlich mit dem deutschen Wort Fräulein übersetzen. Und da den Japanern Deutsch bekanntermaßen gut zusagt, war die Namensfindung hier einfacher denn je und unglaublich clever gewählt. SNKs Gameboy-Konkurrent, das Neo Geo Pocket, wurde 99 mit einer Strategieperle bedient, die sich selbst Faselei schimpft und ein sehr viel ausgefalleneres Kampfsystem zu bieten hat als vergleichbare Spiele seines Genres. Genutzt hat das liebe Gefasel leider weder dem Spiel noch dem System. Beide zählen sie heute eher zu den Kuriositäten, haben aber zu Recht ihre Fans und genießen absoluten Kultstatus. Manch einer könnte bereits vom 95er PlayStation-Spiel Jupiter Strike gehört haben. Hierzulande dürfte dagegen eher den Import-Freaks das gleiche Spiel, nur eben unter dem Namen Zeitgeist, geläufig sein. Welcher Titel dem Rail-Shooter nun besser zu Gesicht steht, dürft ihr für euch selbst entscheiden. Ich für meinen Teil habe mich bereits entschieden.
Excalibur-Reihe beherbergt bereits seit seinem Erstling Soul Edge, der bei uns ebenfalls im Jahr 95 auf Sonys erster PlayStation als Soul Blade veröffentlicht wurde, einen Ritter, den einige aus der germanischen Nibelungensage her kennen könnten. Siegfried Staufen, geboren in Obergetzenberg, spielt eine zentrale Rolle in Namcos Soul-Reihe und bestritt bereits zahlreiche Kämpfe gegen all jene, die nach den namensgebenden Schwertern Soul Edge und Soul Calibur trachteten. Unter anderem bekriegen sich die Kämpfer in der beschaulichen Ostrheinsburg, die zufällig, wie der Name schon sagt, am Rhein gelegen ist. Siegfried aber ist seit Soul Calibur 4 nicht der einzige Kämpfer aus deutschen Landen. Ihm entgegen stellt sich Hildegard von Krone, die aus dem Reiche Wolfskrone stammt und sich samt Lanze und Kurzschwert in den Kampf stürzt und ihren Waffen solch glorreiche Namen wie Glänzende Nova und Frischer Himmel gab. Jeder der beiden kämpft für seine eigene Sache und doch repräsentieren sie gemeinsam das altgermanische Reich, auch wenn sie gelegentlich aufeinandertreffen und auf Leben und Tod kämpfen müssen. Wenn Stahl leicht wie eine Feder wird, er sich durch Feindesscharen mäht und sie vom Himmel holt, wenn sich Blaustern, Weißnacht, Schwarzwind und Lippenstift gegen eine Übermacht zusammenschließen, dann? Ja, dann, glaube ich, hat man es mit einem Shoot'em'up der besonderen Art zu tun. Zumindest wenn es darum geht, durch einen kraftvollen Titel aufzufallen und die wohl ausgefallensten Schiffnamen zu beherbergen, die man sich auch nur ansatzweise vorstellen kann. Stahlfeder, Tetsudo Hikundan, lässt bereits seit 1996 von sich reden und hatte es mit so viel Liebe zum deutschen Wort verdient, hier auf alle Fälle erwähnt zu werden. Ein hoher Turm, der aus dem Nichts emporragt und bestiegen werden will, der gespickt mit Monstern und allerlei anderen Hindernissen ist, um des Heldens Aufstieg zu verhindern. Shinpan no To, Wolkenkratzer, lädt jeden dazu ein, sich bis zur Spitze nach oben zu arbeiten oder bei dem Versuch dabei zu scheitern. Dieses 96er Rollenspiel verlangt definitiv nach Schwindelfreiheit. Wir sind fast durch und der Schluss gebührt einem Spiel, welches von Sega höchstpersönlich entwickelt wurde und bis heute niemals das Land der aufgehenden Sonne verlassen hat. Ein Spiel, das sich wahrlich Mühe gab, einiges an deutschen Anspielungen zu beherbergen und bei allen für so manch erstauntes Ah zu sorgen, die des Deutschen mächtig sind. Wachenröder. Ein JRPG, das sich dem Steampunk-Szenario bedient hat und wie erwähnt für ein paar nette Überraschungen zu haben ist. Angefangen beim Namen selbst, der sich aus den Wörtern Wache und Roden zusammensetzt, was insofern als jemand übersetzt werden kann, der Wachen in Massen niederrodet und sich so auch im Spielverlauf selbst widerspiegelt. Jedes der einzelnen Kapitel des Rollenspiels wurde mit so herrlichen Namen wie Vogel und das Gericht betitelt. Einige der Charaktere hören zum Beispiel auf Georg oder Walter, reden gelegentlich Deutsch und die Stahlschmelzanlage ist hier als der Falkenhof bekannt. Sega hatte sich sogar erlaubt, das Logo der 1903 gegründeten Wiener Werkstätten auf das Frontcover und die Disc vom Spiel selber zu setzen, was sich zwar perfekt in die Thematik einfügt, aber bestimmt nicht ganz legal geschah. Ein echtes Highlight bietet sich aber denen, die einen Blick in das dem Spiel beigelegten Artbook riskieren. Dort findet sich eine in klarstem Deutsch niedergeschriebene Vorgeschichte, die in Gedichtsform geschrieben wurde und durch eine wundervolle Art auf den Gesamtton des Spiels einstimmt. Dieses liest sich wie folgt: Vögel in der Finsternis, eine Zukunftsgesellschaft im Zerfall, industrielle Revolution, Stahl, Qualm und rauchende Schornsteine, angeborene Lichtphobie, irisierendes Wasser, Umweltverschmutzung durch die Industrie, Tod und Geburt, Königreich und Ritter,
Zwei Inseln sind im Nebel verborgen. Ihre Vergangenheit wurde ausgelöscht und ihnen ihre Zukunft entrissen. Stahlmonster fressen Feuer und sind unermüdlich. Hohe Türme ragen senkrecht und dicht gedrängt gen Himmel. Maschinen kontrollieren Zeit und Raum. Die Gesellschaft hat materiellen Reichtum geschaffen, aber wird dafür von Krankheiten zerfressen. Schwarzer Rauch bedeckt den Himmel wie Flügel. Im Wald verstecken sich die Menschen, die sich an die Erbsünde erinnern. Die Kirche verschlingt hoffnungslose Gebete. Scharen von Bohemians verkünden lautstark öffentliche Entrüstung und suchen nach Gold. Unterernährte Kinder zittern vor Angst in der Menschenmasse und winden sich wie von Sinnen. So, wieder mal ein paar nette Beispiele gefunden, wie viel Deutsch in japanischen Videospielen doch stecken kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch gerne einen Daumen und ein Abo da und checkt doch auch den ersten Part meiner kleinen Nippon spricht Deutsch-Reihe aus. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und wer sich für noch mehr japanische Videospiele interessiert, hier ist eine kleine Liste zu Japan-exklusiven Super Nintendo Games oder wie es bei ihnen heißt, Super Famicom. Nicht vergessen, ihr seid auch noch dran, packt mir ein paar japanische Titel unten in die Comments, die eurer Meinung nach unbedingt mal Erwähnung finden sollten und einiges an Deutsch beherbergen. In dem Sinne, haut mir rein, bis Densen, ich bin Dennis D'Amaku und see ya!